Kapitel 25. Die Magie des Verrates. Ein weiterer Feind auf der größten aller Reisen. Ein Verräter aus den eigenen Reihen. In der Schlacht um den zweiten Teil der Plot-Armor stand Team Polana-Vatra nun gegen Team Nordicas höchsteigenen Darkrai, hinter dessen Fassade sich der Schwarzmagier der Plot-Elite versteckte. Was jedoch derzeit keiner über diesen Kampf realisierte, war, dass es der erste war. Der erste, für welchen Gnade nicht mehr gelten konnte. Auch wenn Darkrai dies ohnehin nie vorgehabt hatte. Doch die Stunde war angebrochen. Kapitel 25. Und auch wenn Epsilon derzeit an einem Ort war, an dem bloß die Plot-Elite selbst es ahnen konnte, war es auch ihm klar. Sollte er noch einmal auf seine Widersacher treffen, würde es enden. Der Plot verlangte nicht mehr nach Gnade. Doch dieses Treffen war eine Sache der Zukunft. Anders als der Kampf gegen Darkrai. Bevor dieser überhaupt einen Angriff abschoss, hatte er sich bereits aufgeteilt in schier unzählige Kopien. Ein Illusionist würde nicht mit Fernmitteln kämpfen, dies war Aurora auch vor dem eigentlichen Kampf bereits klar gewesen. Doch nun stellte sich ihr eine große Frage. War diese Illusion so mächtig wie Marshadows Doppelteam? Waren auch hier all die Kopien eigene Angreifer? Oder wäre es hier wie bei einem klassischen Doppelteam, in welchem alleinig das Original die Kraft hätte, Pokémon zu verwunden? In einem nun grell schwarz leuchtenden Raum verstreuten sich die Kopien des Schwarzmagiers schier wahllos. Das Aussehen dieses Raumes wirkte so unreal, wie die Farbe grell schwarzes beschreiben konnte. Nun erst begann der Angriffshagel aus allen Richtungen, welcher jedoch eines schnell klar machte. Die falschen Darkrai waren nicht in der Lage, Pokémon zu verwunden. Jedoch waren all ihre Angriffe, welche denen des echten Darkrai 1:1 glichen, eine Ablenkung und machten es zu einem Ratespiel, den echten Angriffen auszuweichen. Jedoch war Team Polana-Vatra kein Team, welches sich durch ein derartiges Spiel einschüchtern ließ. Aurora hatte bereits einen Plan ausgearbeitet. Kel, hilf mir Marshadow zu decken. Marshadow, nutze dein eigenes Doppelteam. Und dann wird Darkrai sehen, wie Kopien eigentlich kämpfen sollten. Da Kel nie gesehen hatte, wie Marshadow diese Technik nutzte, verstand er zwar nicht ganz, was genau der Plan nun wirklich war, doch er verstand seine Rolle und wollte ihr nachkommen. Dies war sein Kampf. Dies war der Moment, in dem er beweisen konnte, dass er nicht mehr das arrogante und feige Pokémon war, welches Epsilon hier noch gegenüberstand. Und er würde tun, was immer nötig war. Sofort als er sah, dass Darkrai erneut in die Offensive übergehen wollte, entschied er sich, dass Angriff in einem derartigen Fall die beste Verteidigung sei. Aufgrund der Fälschung war es jedoch schwer für ihn, Darkrai auszukontern, ohne einfach zu raten. Doch vielleicht wäre auch gerade das, was er nun brauchte. Mit diesem neuen Plan in Gedanken sprang er sofort auf einen der Darkrais los, welcher gerade eine Finsteraura abfeuerte. Kel ließ sich nicht beirren, im Gewissen, dass dies vermutlich nicht der echte Darkrai war und somit der Angriff wirkungslos blieb. Sein Plan war es nun, einen der falschen Darkrai anzugreifen und sich somit selbst schutzlos zu lassen. Sollte der echte Darkrai sich entscheiden, diesen Fehler strafen zu wollen, dann würde dies Marshadow all die Zeit geben, die er bräuchte. Allerdings brach dieser Plan sofort auseinander, als die Finsteraura Kel nicht verschonte, anders als er erhofft hatte, sondern ihn geradewegs in die gegenüberliegende Wand schleuderte. Ein amüsiertes Funkeln war in den Augen seines Angreifers zu sehen, bevor sich wieder alle Kopien vermischten. Mit seinem Glück hatte Kel aus den rund 20 Darkrai doch tatsächlich den echten erwischt, was in jeder Situation ein Glück gewesen wäre, die nicht diese hier war. Während Kel sich wieder aufrappelte, versuchte Aurora hektisch Marshadow und sich selbst durch verschiedenste Barrieren zu schützen. Defensiv war dies zwar effektiv,
und beide blieben großteils unverletzt, doch Machado musste selbst aktiv ausweichen, was ihm die Zeit nahm, die er benötigte. Mit den Darkrai nun völlig neu gemischt, war Cal bereit, seinem Plan einen zweiten Versuch zu geben. Direkt von der Wand aus sprang er auf den nächsten Darkrai los. Dieses Mal traf er sein Ziel und es verschwand sofort. Dieses Mal hatte Cal die Kopie erwischt, die er wollte. Und ein leises, elektrisch klingendes Knistern direkt hinter seinem Rücken zeigte ihm, dass auch der echte Darkrai dies nutzen wollte. Nur dass Cal sich sofort umwand und zuschlug. Darkrai wurde unerwartet getroffen und verpuffte erneut, nur damit Cal einen heftigen Hieb in die Seite einstecken musste. Denkst du wahrlich, dass du mich ausspielen könntest, Narr? Zwar war der Konterangriff schief gegangen, doch trotz seiner Schmerzen war Cal zufrieden. Keine Sorge, Darkrai, ich wollte ohnehin nur Zeit schinden. Als die Kopien sich verwirrt umsahen, mussten sie erblicken, dass sie nun nicht mehr die einzigen Fälschungen auf dem Kampffeld waren. Machado hatte die Zeit nutzen können und nun war der Kampf nummerntechnisch ausgeglichen. Aber nicht für lange, denn schnell hatten die verschiedensten Machados beinahe alle Kopien Darkrais zerstört, welche nicht in der Lage waren, sich zu wehren. Was soll das? Was ist diese Technik? Kopien sind nicht dazu gedacht, anzugreifen, Machado! Du verunstaltest meine Meistertechnik! Offensichtlich den Köder nicht bemerkend, antwortete der Schattenkrieger gehässig. Wenn es deine Meistertechnik ist, warum ist meine Form dann schlicht besser? Ohne zu zögern, nutzte Darkrai die Gelegenheit und griff den Machado an, welcher gesprochen hatte. Doch auch Polana Vatras Schatten hatte weitergedacht, als Darkrai erwartet hatte. Die Kopie Machados verschwand im Nichts und sofort fand Darkrai hinter sich einen weiteren Machado wieder, der einen Angriff auflud. Beinahe wollte der Schwarzmagier zuschlagen, doch er stoppte sich. Nein, ich werde nicht auf meinen eigenen Trick reinfallen. Du bist nicht der Echte. Der Machado vor Darkrai zuckte nur mit den Schultern. Wenn du meinst. Der Hammerarm, welcher Darkrai traf, war genauso echt wie der Machado, der ihn ausführte. Und Aurora wusste bereits aus eigenen Trainingsrunden, dass es wenig größere Fehler gab, als sich von Machado in die Luft schlagen zu lassen, solange er nicht alleine stand. Sofort waren all seine Kopien bereit, eine Kombination von Attacken auf den wehrlosen Feind abzufeuern. Auch seine Teammitglieder fügten sich in die Reihe von Hieben ein, bis Aurora mit einem Eisstrahl den Schwarzmagier gefror und somit die Combo beendete. Ein regungsloser Darkrai verblieb im Eis eingeschlossen. Der Schwarzmagier war gefallen. Das war perfekt, Team. Sind alle unverletzt? Großteils. Nichts, was ich morgen noch spüre. Auch Machado verneinte mit einem Kopfschütteln. Also dann holen wir uns die Plot-Armor. Wir haben es heute verdient, denkt ihr nicht? Gerade wollte Cal zustimmen. Da unterbrach ihn ein finsterer Wall, welcher ihn zurückstieß und mehr verletzte als alle vorigen Angriffe. Er rappelte sich zwar wieder auf, doch nur recht wackelig. Darkrai schwebte vor dem Eingang zu den Tunneln, nun wieder in einer Gegend, die aussah wie der Eisberg selber. Sein Körper war erfüllt von orangenem Licht. Weshalb versucht ihr überhaupt, euch zu widersetzen? Denkt ihr wahrlich, dass es einen Zweck hat? Euer Versagen ist vorherbestimmt, also hört endlich auf, euch zu wehren! Im Augenwinkel sah Cal, dass auch Aurora und Machado offensichtlich nicht auf eine Fortsetzung des Kampfes vorbereitet gewesen waren. Doch Aurora wirkte sicher und Cal wusste weshalb. Mit seiner Plot-Energie würde Darkrai sich selbst zerstören, wenn er es wagen würde, sie anzugreifen. Doch es hatte den Eindruck, als würde dieses Mal nicht nur Aurora selber dies wissen, sondern auch ihr Gegner. Und natürlich machte dies ihren Vorteil beinahe vollkommen zunichte. Alleine dadurch, dass der Schwarzmagier sich entschied, seine Plot-Energie anders zu nutzen als alle vorigen Feinde. Denn er zentrierte sie nicht, nutzte sie nicht für einen mächtigen Angriff, sondern sog ihre Energie eher in sich auf. Somit erschuf er eine Art ständige schwache Stärkung. Eine
dauerhafte Energiequelle, welche ihn im Kampf hielt. Seine Angriffe waren zwar etwas stärker als zuvor, näherten sich jedoch nicht den P-Angriffen, welche Aurora suchte. Doch es war trotzdem offensichtlich, dass auch diese Technik noch Plot-Energie beinhalteten. Da Aurora von ihm zwar verwundet wurde, doch auch ein leichtes Leuchten sie zu umhüllen begann. Inwiefern diese Kraft allerdings viel anrichten könnte, das wusste kein Mitglied Polana Vatras. Dakra entschied sich auch in dieser Form nicht, auf seine vorige Taktik zu verzichten, weshalb schnell wieder ein ganzes Kampffeld voller Kopien in dieser Höhle vorzufinden war. Jedoch schien dieses Spiel nun vollkommen nutzlos, da die Kopien Dakras nicht dieselbe orangene Farbe hatten wie das Original. Allerdings waren sie nunmehr auch nicht vonnöten, damit der Schwarzmagier eine Chance im Kampf hätte. Mashado versuchte einen Moment zu finden, in dem er die Kopien zurückbringen könnte, welche bei Darkreis Wiedererwachen geschwunden waren. Doch der Kämpfer der Plot-Elite wusste nun genauestens über die Technik Bescheid und ließ Mashado nicht mehr aus den Augen. Der Kampf ging weiter, Darkreis Angriffe hinterließen Spuren und nicht nur an den Höhlenwänden, sondern auch im Team Polana Vatra. Aurora schaffte es zwar zwischendurch, Darkrai mit Mondgewalt zu verwunden und beinahe auszunocken. Doch im Austausch für Angriffskraft schwanden seine Wunden beinahe sofort wieder. Wie könnt ihr nur erwarten, ein Pokémon des stärksten aller Teams zu bezwingen? Und damit meine ich nicht Team Nordica, sondern die Plot-Elite. Ein orangener Blitz leuchtete auf. Und beinahe hatte Kell den Eindruck, dass alle Wunden Darkreis wieder verschwunden und all seine Energie wiedergekehrt war. Wie sollten sie diesen Kampf nun gewinnen, wo Darkrai im Prinzip unbesiegbar war? Unsicher blickte sich Kell um. Aurora und Mashado sahen inzwischen nicht aus, als wären sie in einem besseren Zustand als Kell selbst. Darkrai hingegen schien unglaublich siegessicher. Diesen Kampf gewann man nicht durch Fairplay, nicht durch Moral, Emotion, Verstand. Und all diese Gedanken brachten Kell auf eine Idee, aber was, wenn es schief gehen würde? Alles an dem Plan war ungewiss und doch. Wackelig stellte sich das Akani vor seine Teamkollegen. Stopp, Darkrai, gib auf. Ansonsten werde ich tun, was ich muss, um dich zu vernichten. Für einen Moment wirkte der Feind überrascht, jedoch nicht eingeschüchtert. Was soll das? Ist das irgendein billiger Versuch, mir Angst zu machen? Denkst du etwa, dass ich nicht sehe, wie sehr ihr mir unterliegt? Anstatt auf die Frage einzugehen, beharrte Kell, wobei er bemerkte, dass Aurora ebenfalls nicht verstand, was er dachte. Letzte Chance. Du denkst wirklich, dass du mich beeindruckst? Du bist zu schwach, um mich zu bezwingen. Das wissen wir beide. Kell hatte nicht erwartet, dass seine Worte etwas bewirken würden. Nun gab es nur noch einen Weg. Ich bin zu schwach, das stimmt aber. Schockiert beobachtete Aurora, wie Kell ruckartig den Helm von seinem Kopf riss und ein wildes Brüllen die Höhle durchhallte. Flammen begannen, um den Körper des Löwen zu glühen. Jeder Verstand schien der Raserei gewichen. Während Darkrai noch verwirrt betrachtete, was geschehen war, stürzte sich das besessene Wesen bereits auf das Erste, was es sah. Den Schwarzmagier. Schock trat beim Unlicht-Pokémon ein, als er sich im unablässigen Hagel der Gluthitze wiederfand, ohne jegliche Chance, sich ihrer zu erwehren. Nach nur Sekunden verschwand all der orangene Glanz um seinen Körper und er blieb regungslos liegen. Kurz kehrte völlige Stille in der Höhle ein, bevor Kell sich umdrehte. In seinen Augen loderten immer noch die Flammen. Sein Zorn schien noch nicht vergolten. Kell, hörst du mich? Wir sind es, deine Freunde! Als Antwort kam nichts als ein drohendes Knurren, während sich das Pokémon gekauert näherte. Schnelldenkend schnappte Aurora sich den Helm, welcher vorher auf dem Boden lag, und schlug ihn Kell nahezu auf den Kopf. Das Glühen wurde weniger. Kell stoppte, doch wirkte immer noch nicht vollkommen in Kontrolle. Aurora. Die Angesprochene erkannte die Lage sofort und wandte sich an ihren zweiten Teamkollegen. Mashado, hol schnell den Beinschutz!
Ich versuche Kel zu beruhigen, bis er den zweiten Teil der Rüstung hat. Mit einem kurzen Nicken verschwand der Angesprochene im Boden. Kel, hörst du mich? Bist du das? Zu ihrer Erleichterung schien die Frage den Empfänger zu erreichen. Ja, ich bin es noch, aber die Stimmen, sie sind so laut, so stark. Vorsichtig näherte sie sich ihm an. Bewahr nur kurz die Ruhe, setz dich und versuche sie abzuhalten. Gleich werden sie wieder schwach.